Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld. Heute mit einer weiteren Mod-Vorstellung und diesmal was ganz anderes, habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich mega witzig, mega cool. Werde dem Modder natürlich auch gleich noch dafür danken und euch natürlich den Link in die Beschreibung reinpassen, aber legen wir erstmal los, ne? Ich werde mal eben hier die Geschwindigkeit ein bisschen hochsetzen. Dafür muss ich einen passenden Platz auswählen. So, aber ihr habt es wahrscheinlich auch im Bild schon gesehen, worum es geht. Es geht um die Platzierung von einem Unfall. Ja, das ist cool, total witzig, also die Idee finde ich einfach klasse. Ja, machen wir zusammen. Machen wir es denn hier? Also wichtig ist, dass ihr eine Straße irgendwo in der Nähe habt, damit ihr es ordentlich platzieren könnt, damit es einigermaßen aussieht. Das heißt, wir machen das hier einfach mal direkt bei den Pferden, dann haben wir ein bisschen mehr Action im Hintergrund. So, hier nehmen wir es mal hin. Und zwar findet ihr das in den platzierbaren Objekten unter Dekorationen. Das ist gar nicht so weit, also es scrollt nicht so weit, weil das unter Lizard gilt. Da haben wir es. Feuerwehr, Verkehrsunfall. Sauwitzig. So, ihr seht schon so ein bisschen die Effekte. Da kann es nicht platziert werden. Ich werde es mal ein bisschen drehen. Es geht nämlich tatsächlich drauf, also ihr könnt es nicht direkt auf die Straße packen, aber ihr könnt es an die Straße packen. Das heißt, ihr müsst so gucken, dass die Situation sich so auf beiden Seiten dieser Straße irgendwie abspielt. Ne? Wir machen das mal hier hin, da haben wir auch noch ein Schild. So. Da würde das passen. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund auch schon. Es gibt da Soundeffekte dazu. Da gehen wir hier aus dem Menü raus. Da sind wir auch schon. Ich mache mal eben die Effekte ein bisschen lauter, damit ihr doch was mitbekommt. Lautstärke gesamt. In der Richtung. So, ja, ich habe euch ein bisschen mit den Sounds alleine gelassen, wollte euch das gerne halt zeigen, wie das so hier, wie sich das anhört. Das ist schon cool, dass da die Feuerleute was machen, sich miteinander unterhalten, dann die, dass der Tatütata daherkommt. Ihr habt aber auch gesehen, ich habe es jetzt nicht so richtig gut positioniert, ne? Man hätte es ein bisschen runtersetzen müssen oder die Ebene angleichen müssen. Aber das ist ja auch schön, so wisst ihr einfach, was auch zu tun ist. Ihr braucht so eine flache Ebene auf beiden Seiten der Straße. Ne? Und dann habt ihr hier die Situation entsprechend, klar, ich kann das ja anheben, nochmal brauchen wir für die Mod-Vorstellung jetzt nicht. Aber wie cool, ne? Feuerwehrleute, die hier dahin rennen, im Einsatz sind und dann hier dieser Unfall, der Audi. Ja, ich flippe aus. Das ist mein Kreis. Kreis Wesel, komme ich auch her. Ich glaube, ich spinne. Lieber Modder, wohnst du etwa in meiner Gegend? Ja, Hammer. Ja, hier mit dem Trafokasten. Hoffen wir mal, dass dem den Leuten hier nichts passiert ist, aber ich glaube, die Fahrerkabinen sehen gut aus. Viel Blechschaden, ne? Das ist nicht schlimm, Blechschaden ist okay. Das ist nicht so dramatisch. Alles andere wäre halt nicht so schön. Aber hier, cool. Dieser alte immer, das ist ein MAN, ja klar. Aber da seht ihr schon, also ein bisschen was geht noch. Ne? Hier sind, wenn ich so hier sehe, sind diese Lichteffekte, gehen so ein bisschen raus, ist so eine Kachel drumherum. Aber ansonsten Texturen relativ schön. Ja, das ist ein portiertes Fahrzeug, das bin ich mir sehr sicher. Aber die Idee dazu ist einfach witzig. Das bringt wieder mehr Leben in die Bude. Ne? Man hat da ein bisschen mehr drauf. Das macht auf dieser Map hier keinen Sinn. lieber Modder, und US-amerikanisches Setting wäre total cool. Würde ich mir auf jeden Fall auf die Map packen. Würde dauerhaft bei mir laufen. Bei Hof Hirschfeld wirst du in jedem oder in vielen Let's Plays wiedersehen. US-amerikanisches Setting finde ich total gut. Ja, ansonsten cool. Lasst den Modder auf jeden Fall, ne, auf Modhaus, der kriegt den Link unten rein.
Packt ihm eine gute Bewertung unten rein, guckt euch das Ding an. Ich finde es einfach schön, wenn Leute sich ein bisschen zu Storyline-Gedanken machen und da auch mit machen und was weitermachen. Klar, hier eine deutsche Bushaltestelle natürlich direkt daneben. Super. Also Daumen hoch, klasse. Und wenn euch die Vorstellung hier gefallen hat, also bitte nicht der Mod, das ist vom Kai Kaki Power 29 ist der Modder. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst bei dem natürlich ein Sternchen da, aber wenn euch die Vorstellung hier gefallen hat, lasst bei mir ein Däumchen da. Schreibt was in die Kommentare dazu, ob ihr das auch so witzig findet, solche Ideen. Vielleicht kommen dann ja auch mehr auf die Idee, noch was zu tun. Wo kommt der Volvo? Wo kommt der Volvo denn her? Ah, der ist aber aus einem anderen Kreis. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, einen schönen Tag noch. Bye bye und Ade.